Machen wir es kurz. Ein Dreier heute gegen Hannover 96 2 und die Mission Klassenerhalt wäre eine erfolgreiche. Letztes Heimspiel der Saison für Eintracht Norderstedt. Für zwei aber sogar mutmaßlich das letzte der Karriere. Marin Mandic und Johannes Höcker 6 bzw. 7 Jahre im Verein verlassen Eintracht Norderstedt zum Ende der Saison. Sie haben die Entwicklung des Vereins nachhaltig geprägt und wollen jetzt noch ihr Übriges zum Klassenerhalt dazugeben. Was ihnen in der Anfangsphase jedoch nur bedingt gelang. Hannover 96 in den schwarzen Trikots von rechts nach links in der 7. Minute mit Hatzic, gefährlich im Strafraum. Der legt den in den Rückraum und da steht Justin Neiss. 0:1 nach gerade einmal 7 Zeigerumdrehungen. Hannover 96 führt durch den 19-Jährigen, der erst sein 4. Regionalligaspiel für Hannover macht, trifft das erste Mal und bringt damit die Gäste in Front. Eintracht Norderstedt, wie schon gegen St. Pauli, vergangene Woche eher mit einer überschaubaren Anfangsphase. Hannover mit dem Chancenplus Mustafa und die erste Parade durch Johannes Höcker. Es zogen einige Minuten ins Land, bis die Eintracht offensiv was zeigte. Main mit dem Schuss und dann Sinisa Veselinovic. 1:1, dachten alle, nein, abseits. Und die Frage, war es das wirklich? Wir haben den Videobeweis und hier bei uns funktioniert er sogar und der zeigt, das war definitiv alles, aber kein Abseits. Das Tor hätte es geben müssen für Eintracht Norderstedt. Kurz da drauf, aber die Gastgeber mit mehr und mehr Druck kamen jetzt in der Partie an Johann von Knebel mit dieser guten Chance. Und sein Norderstedter Ausgleich wäre nicht nur wegen der falschen Schiedsrichterentscheidung, sondern wegen eines mittlerweile auch starken Spiels berechtigt. Auf der anderen Seite Hannover 96 über Mustafa und Johannes Höcker zur Stelle spielt eine genauso von Verletzungen wie von guten Leistungen geprägte Saison. Kurz vor der Pause, dann nochmal Norderstedt. Wieder kommt Johann von Knebel an den Ball und schickt den aus kürzester Distanz in die Wolken. Das Trainerteam wie das Trio Infernale im Gleichschritt Richtung Pause. Der Stand lautet 0:1. Durchgang 2 sollte besser werden. War er aber zumindest zu Beginn nicht, wie schon in Durchgang 1. Kurze Schläfrigkeit am Anfang und Hannover 96 sorgt für das 0:2. Tom Baller eingewechselt, der Torschütze, 19 Spiele gemacht in der Regionalliga, nicht getroffen. Bis jetzt. Jetzt macht er sein erstes Saisontor. Andere Seite, der Eckball und Jan Lüneburg ebenfalls mittlerweile eingewechselt für Juri Marxen mit dieser guten Möglichkeit. Wie schon in Durchgang 1 braucht Norderstedt 10-15 Minuten, um ins Spiel reinzukommen. Und dann sieht es richtig gut aus. Wieder Lüneburg mit dieser guten Möglichkeit. Diesmal ist es Marlon Sündermann, der Torwart der Hannoveraner, auf der Linie. Die Norderstedter mittlerweile engagiert, offensivfreudig, aber nach vorne zumeist glücklos. Wir gehen Richtung Schlussphase. Das ist Brisewag in den Fuß von Brüning. Der bekommt den aber gar nicht. Trotzdem geht der gefährlich in den Rückraum auf Johann von Knebel. Veselinovic nochmal. Und dann Kevin Wolf auf der Linie. Es war schlicht und ergreifend heute kein Glück da. 0:2. Endresultat. Matchball verspielt. Hannover macht die Chancen. Die Norderstedt vergab. Es wird ein Saisonfinale mit dem Prädikat Schicksalsspiel beim 15. Egesdorf. Und die schlechte Nachricht ist, dass immer noch alles möglich ist. Die Stimmen zum Spiel. Ja, extrem bitter. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Spiel verloren haben. Zweite Halbzeit waren wir natürlich nicht zwingend, aber in der ersten Halbzeit hatten wir ganz viele Chancen, auch die wir nicht am Ende gut rausgespielt haben. Der letzte Pass, die letzte Flanke kommt dann nicht an und dann ist es schwierig. Ne? Hannover, wenn ich mich richtig erinnere, hat einen Torschuss in der ersten Halbzeit, so ein richtig gefährliches Ding, und macht dann das Tor. Es war spielentscheidend, dass wir die Dinger vorne nicht gemacht haben. Ja, ich fand, die ersten 20 Minuten haben wir es ordentlich gemacht. Wo wir dann auch das 1-0 machen, haben wir uns gut rausgespielt, gut freigelaufen ständig. Und dann die letzten 20, 25 Minuten in der ersten Halbzeit haben wir uns auf das Spiel von Norderstedt eingelassen, nicht mehr so viel Fußball gespielt, längere Bälle. Dann war das eher ein Kampfspiel. Und zweite Halbzeit genau dasselbe. Haben Glück, dass wir das 2-0 machen.
haben Kontersituationen, die wir nicht gut ausspielen, wo der letzte Pass nicht ankommt oder wir nicht zwingend genug waren. Und am Ende, ja gut, hat Norderstedt noch den einen Schuss, den unser Torwart super hält. Aber gut, Arbeitssieg, ne? Das waren sie also, die letzten 90 im Edmund-Plambeck-Stadion. Wir wünschen Marin Mandic und Johannes Höcker natürlich alles Gute.